Hallo und herzlich willkommen zurück zu Space Engineers. So, wollen wir doch mal kicken, dass hier keiner kickt. Kickst du? So, schön wieder auf T gehauen, beziehungsweise festgehalten. Und wieder rein damit der Luzi Edkops. Erdo. Man kann hier, glaube ich, auch Roboterarme und allen möglichen Kram bauen. Ich glaube, es wäre vielleicht mal interessant, einfach eine feste Station zu bauen und dann mit Roboterarmen den Asteroiden ringsherum abzutragen. Aber ich glaube, einfacher ist es da, ein kleines Farming-Schiff sich zusammen zu klabüstern und damit dann rumzugeheizen. Hupsala. Fliegt alles sonst wohin? Ich hoffe, dass der Schrott auch verschwindet auf kurz oder lang. Jo. Eisen! Gut, dass dieser Asteroid so viel aus Eisen besteht. So, oh, ich glaube, ich muss gleich diesen. Nase juckt ganz böse gerade. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade abbaue. Ich hoffe, da ist ein bisschen Fels mit dabei. Ja, es ist Stone, weil Stone brauchen wir auch für Gravel. Ja, auch hier gibt es Gravel. Und der Gravel hier ist sogar relativ wichtig. Und auf meine Energie geguckt. Die sollte noch eine ganze Weile rausreichen. So, zack, zack, zack. Bin ja gespannt, wie das Projekt hier bei euch ankommen wird. Also ich muss mal schauen, so 4-5 Folgen werde ich wohl heute aufnehmen. Damit ich dann so für die kommende Woche ein bisschen was habe. So, dass dann, wie gesagt, auf dem neuen Kanal schon mal ein bisschen was Einzug hält. Es ist natürlich auch irgendwo gesehen ein minimal langwieriges Spiel, weil das hier wirklich... Also wenn ich das hier als längerfristiges Projekt planen würde, würde ich es wahrscheinlich auch so machen. Das Abbauen hier würde ich euch, glaube ich, sogar dann ansatzweise ersparen. Würde sagen, okay, solange wir hier wirklich mit Hammer durch die Gegend fieseln, nehmen wir mal nicht ganz so viel auf. Da machen wir mal ein paar Cuts zwischen. Schönes Loch. Ich glaube, habe ich das gegraben? Ah, klar, wir sind gleich schon wieder voll. Ach, Mano. Jetzt müssen wir mal gucken, fällt mir hier noch irgendwo was ein. Fangen könnten. Nicht da. So. Und wir müssen immer wieder rein in unser Schiffchen. Flieg, flieg! Und ja, ich finde es ein bisschen schlimm, dass Set mit C, mit dem man runtergeht, und X, mit dem man das Ding ausmacht, so nebeneinander liegen. Oh, da hängt da kurz wieder. Genau. World was safe. So, boah. Jetpack aus. Falsche Taste. K natürlich. Machen wir jetzt mal das weg. Dann den Stone. 1000 Platten haben wir schon mal. Und produziert er fröhlich. Produziert fröhlich vor sich hin. Das ist auf jeden Fall schon mal allerliebst. Allerliebst hier. Und wir setzen uns mal einfach in das Cockpit rein. Das lädt ja auch auf. Puh, und wie sieht unser Schiff denn aus soweit? Masse, Geschwindigkeit ist gut. 13,25% an Energieverbrauch mal gerade. Gyroskop 1. Fuel reicht noch für 41 Minuten. Das ist, glaube ich, jetzt auch das nächste, was ich mal suche, damit wir hier ein bisschen mehr Fuel reinkriegen. Uran. Ja, Solarpaneele haben wir noch nicht. Und solange wir die noch nicht haben, müssen wir mit etwas anderem rauskommen. Ich glaube, das Schwarze da sieht gut aus. Es könnte sein. Komm. Ey, ich habe T gedrückt. Ey! Und ja, das ist das, was ich suche. Yippie. Energie für unser kleines Schiff. Das ist auch überlebenswichtig. Ich glaube, das Schlimmste, was man passieren kann, wenn man da nicht drauf wartet, auf einmal ist das Schiff aus. Man selbst hat keine Energie mehr und dann kann man eigentlich die Welt, glaube ich, getrost knicken, weil man... Ja gut, da kann man sterben. Sport neu, hat dann wieder Energie, um schnell sich Uran zu besorgen. Aber ich glaube, wenn es mit One Life wäre... ob es wohl irgendwann hier auch mal so einen Hardcore-Modus geben wird? Herausfordernd wäre der auf jeden Fall. Das kann man mal getrost sagen. So, hier schön rein, da erstmal ins Gebälk. Ich glaube, da kommen wieder ein bisschen Felsen mit durch. So, zack, 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 zack. Hei, 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 ich sag's euch, so ein Neustart mit einem neuen Kanal, unfreiwillig, wie aber auch war,
Irgendwie stimmt es einen traurig und ich hoffe, dass sich das wirklich regelt, dass ich die Strafen wegkriege vom Alten. Also, dass die sollen ja verfallen. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich hier rede, einfach mal das Infovideo auf dem alten Kanal, den ihr unter Herr Okami findet. Dieser hier ist ja Herr Okami LP. Dann wisst ihr, warum das so gekommen ist, dass es jetzt den zweiten Kanal hier gibt mit Let's Play. Und ja, es ist schon, ist immer noch so ein bisschen wehmütig, muss ich zugeben. Ich hätte es lieber noch so gelassen, wie es war. Aber ja gut, da hatte halt ein kleiner Publisher etwas dagegen, was ich immer noch nicht so ganz fair finde. Aber das ist das Problem halt, wenn man so klein ist, kein Netzwerk hat und so, man ist den Willen von Publishern und dem Wohlwollen halt ausgeliefert. Ich glaube, ich häng so. Hier war noch mehr. Habe ich eigentlich meinen Lights noch an? Ja, habe ich. Ich hoffe, ich finde hier wieder raus. Aber sieht gut aus. Ich habe mich einfach irgendwie mal quer in den Felsen reingegraben. Wow, aber das ist echt, wir bräuchten wirklich ein kleines Schiff zum Abbauen. Ich glaube, das ist das Sinnvollste, was wir als erstes machen könnten und sollten. Obwohl, nee, wir brauchen erstmal eine Plattform mit allem drum und dran. Denn was bringt uns das Schiff, wenn wir dann zwar das Kram haben, es aber dann in dem Schiff nicht verarbeiten können. Außer ich baue in das Farming-Schiff alles mit rein. Aber das wäre auch unsinnig. So, komm her, dich nehme ich auch noch mit. Jetzt sind wir voll. So, jetzt soll ich mein Schiff kurz wieder suchen. Eben habe ich es doch noch gesehen. Hallo, schön. Ah, da. Das Ding braucht mal ein bisschen mehr Rundumbeleuchtung. Hui. Ich glaube, ich sollte mich mal drehen. Ich stehe irgendwie Kopf. Oder die Welt. Eins von beiden. Ich oder die Welt. Irgendwas steht hier ganz böse Kopf. So, pam. Erstmal das da rein, dann das da rein, dann das da rein. Produktion ist auch fast durch. Nice. Ist auch fast durch. Silikon-Wafer. Eigenes Silikon-Gold. Machen wir die mal? Ich glaube, die brauchen wir noch nicht. Motoren werden wir brauchen. Also wir werden einiges noch brauchen dann. Erstmal aufladen. Und ich glaube, dann fangen wir mal an, uns hier irgendwo eine kleine Außenbasis zu bauen. Ja, ab und zu diese hakeligen Frame-Drops sind schon ein bisschen... Oh, der war wieder böse beim Speichern. So. Steelplate. Cancel. Nehmen wir die 350 mal mit. Wir sind voller Energie. Jetpack an. Und dann gucken wir mal, wo möchte ich hier meine Base hinbauen. Da haben wir eine Sonne. Das heißt, wenn ich auf Solar gehen möchte, früher oder später, sollte ich das mit berücksichtigen. Und würde dann fast echt schon sagen, dorthin, ne? New Station. Ach, Menno, das ist ein bisschen doof. Wäre schön, wenn man den noch so ein bisschen mehr drehen könnte, ne? Kann ich nicht einsammeln? Ne, Inventory full. Da ist das... Hier so direkt an die Außenwand. Und da das als Eingang nutzen. Das ist eine Idee. Ist natürlich hier außen ein bisschen anfällig für Asteroideneinschläge. Theoretisch ist ein Innenbauen sicherer, aber na gut. No risk, no fun! So, dann rutzeln mal ein bisschen. Das dauert auch immer so ewig lang. Aber gut, dass wir hier nur Steelplätze brauchen. So. Vier,
5er. Ich glaube, eine 10er-Plattform sollten wir uns dann erstmal gönnen. 5, 6, 7, 8. Irgendwie kann man das wohl auch einfacher machen. 9, 10. Aber irgendwie vergesse ich das immer, wie das war. Daher bauen wir es dann regulär. Gucken wir mal. Kriegen wir hier noch eine Reihe zwischen? Oh, Tatsache. So, wieder ein bisschen runter. Hui, wunderbar. So, gucken. Okay, ab hier geht's wieder. Dass hier so ein bisschen an den Asteroiden auch reingeschmiegt wird. Upsala, den wollte ich jetzt nicht haben. Den wollte ich nicht. Ja, hat doch schon mal was, oder? Das hat doch schon mal was. Das... Ja, irgendwas hat's. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, und das soll meine Plattform werden, auf die ich dann halt unsere erste Base drauf baue. Ich glaube, wenn wir die fertig kriegen hier in Los Elpeos, können wir schon froh sein. Ich glaube, damit sind wir schon arg beschäftigt. Ich will jetzt primär hier auch erstmal nur das Grundgerüst hinstellen. Das heißt, wir werden dann auch Reaktoren erstmal bauen, wenn wir ein bisschen Fläche haben und so weiter und so fort. Zack, 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 zack. Na komm. Hui. Ja, auf jeden Fall haben wir dann sehr viel Platz schon mal. Ist doch auch schon mal schön. So, ein bisschen drehen. Zack, 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 zack. So. Na, komm. Irgendwo haben wir da jetzt ein kleines Loch drin, ne? Da haben wir's. Das ist nicht gewollt. So, jetzt wieder Witt. Ah, diese Steuerung. Ich glaube, man gewöhnt sich da relativ gut dran, aber es ist so ein, trotz ein merkwürdiges Gefühl noch. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Auf jeden Fall macht es macht Spaß, das muss man sagen. Und ich glaube, wie gesagt, wenn man hier das mit mehreren Leuten auch noch spielt, ist das bestimmt super unterhaltsam. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob es... Die Langzeitmotivation müsste man... Also ich persönlich müsste die erstmal herausfinden. Wäre es jetzt nicht im Summer Sale gewesen, hätte ich vielleicht auch noch gesagt, nee, lass mal noch. Okami, du weißt doch gar nicht, ob dir das überhaupt Spaß macht. Aber es ist halt mal wieder... Es ist ein anderes Minecraft-Gefühl immer noch. Es sieht alles etwas schicker aus, es läuft etwas unspusiger, wie gesagt, zumindest bei mir. Oder beziehungsweise zumindest jetzt mit Aufnahmen und allem drum und dran. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich noch dabei. Ich hoffe, es reicht hier noch, um so ein bisschen was fertig zu kriegen. Und wir brutzeln uns hier einen. Wir brutzeln uns hier einen. Lalalalalala. Und wie gesagt, auch nochmal hier. Wir sind immer noch in der zweiten Folge. War noch nicht fertig. Dass ihr mitentscheidet, was, was so dieses Projekt hier jetzt betrifft. So wie es dann jetzt am Anfang läuft, dass es halt den Singleplayer-Sendeplatz kriegt. Das würde ich, wenn es wirklich gut ankommt, nicht unbedingt machen. Ich würde dann was sehen, dass es irgendwo anders zwischenpasst, reinpasst. Aber für mich war es jetzt erstmal, ich wollte es einfach mal spielen und wollte es euch mal zeigen. Vielleicht kennt ihr es ja auch noch nicht, man weiß, wer weiß. Man kennt ja nicht unbedingt alles. Und wie gesagt, es ist halt super unterhaltsam und es ist halt wirklich Bastelei, wenn wir jetzt dann anfangen würden, ein Schiff zu bauen. Es ist Bastelei pur. Ob ich mein Schiff hier gelandet bekomme auf der Plattform? Boah, ist mir schlecht. Boah. Nee, ich glaube, ich bleibe mit meinem Schiff selbst drinne. Da ist näher. Von unserem Abbauplatz dann.
Schweine im Weltall! Warte, in dem Moment setzt so eine komische Musik ein. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein. Okay, weil überall schon eine Platte drin ist. Lass mal. So, da ist unser Schiff. Jetzt. Oh, okay. Ja, wir sollten auch erstmal wieder ins Schiff hinein, denn wir sind fast out of energy. Und das ist das Verführende hier im Weltraum. So, so, so. Punktlandung! So, was machst du denn? Wie geht's hier? Oh. Ich kann gleich mit rein. Die Energie sollte jetzt auf jeden Fall erst ein bisschen länger halten. Small Cargo, was haben wir denn? Ordentlich, ordentlich. So. Und schon sind wir wieder voll. Passt nicht noch eine rein? Nee, leider nicht. Produktion läuft gut. Ah, da fehlt Iron für. Es fehlt das Iron. Iron Popeiren. So, Kontrollpanel, alles klar. Ich glaube auch, man könnte hier echt... Ah, warte mal, wir gehen mal hier ins Cockpit rein, um uns aufzuladen. Dann mal gucken. Ja, schon hält die Energie für 19 Stunden, da kommen wir noch ein bisschen mit hin. Und dann sage ich an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs anscheinend Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Und immer schön dran denken, wenn ihr das Video bewertet und kommentiert, helft ihr mir, diesen Kanal und ja, wenn ihr das hier natürlich auch weiterhin sehen wollt, auch dem Projekt. Vielen Dank. Tschüss.